Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video der UTC Xbox Gemeinschaft. Und auch heute, liebe Freunde, geht es um die XVPG, um den zweiten Spieltag. Und wir beginnen mit dem Spiel, die Dragons gegen Hitful 11. Und da gab es schon bei den Dragons im Vorfall schon das Problem, dass es gekriselt hat bei den Jungs, denn drei der Dragon-Spieler hatten leider Probleme mit dem Magen. Die waren irgendwie, das Ganze nicht gewachsen, wurde mir gesagt. Und die hatten sehr schweren Durchfall. Deswegen mussten sie leider ausfallen und mussten wir eine Niederlage für die Dragons eintragen, denn sie konnten nicht antreten. Somit hat Hateful Eleven das Spiel für sich entschieden. Nun, wir kommen dann jetzt auch zu dem zweiten Spiel, und zwar UTC Patriots gegen die UTC Allstars. Das Derby, liebe Freunde, ist 3:3 ausgegangen, sehr spannendes Spiel, und beide tragen dann einen Punkt davon. Wir kommen weiter zum dritten Spiel des Tages, liebe Freunde, SC Allstars 11 gegen die VPC Unbeatable, und das ganze Spiel hat Allstars 11 für sich entschieden mit einem 3:1, auch ein sehr, sehr starkes Spiel. Allstars 11, auch eine der besten Mannschaften hier in der Liga. Und wir kommen zum vierten Spiel, liebe Freunde, UTC White Tiger gegen die UTC Black Bulls. Und Black Bulls hat das Spiel mit einem 1:0 für sich entschieden. Wir kommen hier zum fünften Spiel des Tages, liebe Freunde, Crazy Kickers gegen Allstars Royal, und das Spiel ging 2:2 für die Jungs aus, auch da ein sehr spannendes Spiel, und beide tragen davon einen Punkt. So, liebe Freunde, wir kommen jetzt auch zu dem nächsten Spiel, zu dem zweiten Spiel der Teams, und zwar hat da Hateful Eleven gegen die UTC Allstars eine Niederlage von 2:4 davon getragen, 2:4 für die Allstars, und sie tragen somit drei Pünktchen für den Team. Und wir kommen auch zum nächsten Spiel, VBC Unbeatable, dieses Mal gegen die Dragons, und wie im Vorfeld schon erwähnt hat, lieber Freund, die Dragons hatten halt Probleme, drei ihre Jungs hatten halt, wie gesagt, schweren Durchfall, konnten nicht antreten, und somit hat Unbeatable das Spiel für sich entschieden mit 1:0. Wir kommen zum nächsten Spiel, UTC Black Bulls gegen UTC Patriots, und das war auch ein sehr spannendes Spiel, wurde mir gesagt. Das Team von UTC Patriots hat das Spiel mit den 3:1 für sich entschieden. Und ja, herzlichen Glückwunsch nochmal an Patriots. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, Allstars Royal gegen SC Allstars 11. Und Allstars 11 hat mal wieder gezeigt, was für eine große Klasse. Sie haben 2:1 das Spiel für sich entschieden. Und ja, man merkt schon, dass die Jungs was drauf haben. Dann kommen wir zum nächsten Spiel und letztes Spiel des zweiten Spieltages, und zwar Crazy Kickers gegen die White Tiger, und Crazy Kickers hat das Spiel mit einem 1:0 für sich entschieden. Liebe Freunde, ich muss leider euch sagen, dass ich von der Tabelle, ein Screen der Tabelle leider noch nicht vorzeigen kann, da die Jungs zu diesem Zeitpunkt, den ich das Video hier machen, leider noch nicht alle eingetragen haben und so die Tabelle noch nicht genau angezeigt wird. Da wir morgen schon das nächste Spiel haben, den nächsten Spieltag haben, hoffe ich, dass die es dann rechtzeitig eintragen, und dann können wir einen Blick auf die Tabelle werfen. Und somit entlasse ich euch, wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Zocken, bis demnächst, euer YouTube-Channel, und tschüss. Das war Zentimetersache. Ja, hätte genauso gut von der Latte zurückprallen können.